Die Heidschnockenherde bei Johannes Tietjen in Bassen hat Zuwachs bekommen. Seit Ende letzter Woche traben hier nun 3 Lämmer mehr über die Weide. Ein Muttertier hat Drillinge bekommen. Ein äußerst seltenes Ereignis in der Welt der Heidschnocken. Doch aus dem Stall kommt das Muttertier mit den 3 Kleinen derzeit selten heraus. Die Herde der Schafe wird von Hannes und Ilse Tietjen gepflegt, gehört jedoch Züchter Frank Wölbers Mindermann. Da aber auf der Weide bei Johannes Tietjen ein großer Auslauf möglich ist, sind etliche Tiere hier untergebracht. Einige Impressionen von den fast 30 Tieren sehen wir uns jetzt einmal an.